Und herzlich willkommen zu meinem 20-Fakten-Video hier auf dem Kanal Mellys Welt. Ich ratter die Fakten jetzt mal durch und ich würde sagen, los geht's. Was habe ich da gelabert, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch ein paar Fakten über mich vor. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber das werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Und im Anschluss werde ich ein paar Kinderfotos von mir zeigen. Ich würde sagen, los geht's. Wie ihr schon gemerkt habt, mein Name oder beziehungsweise mein Spitzname ist Melly. Also ich heiße Melanie, heiße aber mit Spitznamen Melly. Die meisten kennen mich auch nur unter Melly, weil es ist echt krass. Es nennen mich teilweise Lehrer Melly, es nennen mich teilweise Erzieher Melly. Und wenn man mich, also beziehungsweise wenn andere nach mir fragen und sagen Melanie, die meisten Leute wissen einfach gar nicht, von wem die Rede ist. Ich bin mittlerweile 19 Jahre alt. Das merkt man zwar nicht, weil ich wirklich für mein Alter klein aussehe und vielleicht auch nicht gerade irgendwie dieses Aussehen nach 19 habe. Ich meine, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der wirklich dieses Problem hat, dass man nicht nach seinem Alter aussieht. Manche sehen einfach für ihr Alter älter aus, manche sehen für ihr Alter jünger aus, manche haben auch das Glück und sehen einfach für ihr Alter gleich aus. Deswegen gibt es auch schon sehr peinliche Stories, dass ich beispielsweise mir meine Zeitschrift ab 12 geholt habe und nach dem Ausweis gefragt wurde. Es gehört einfach zum Leben dazu. Und Leute, ja, ich werde dieses Jahr auch noch 20, falls euch das interessiert. Und bitte hört einfach auf, in den Kommentaren zu schreiben, bist du wirklich 19? Ich bin 19 Jahre alt. Ob ihr das glaubt oder nicht, ist euch freigestellt. Auf jeden Fall würde es mich mega freuen, wenn diese Kommentare vielleicht ein bisschen reduziert werden. Fakt Nummer 3 ist, ich habe letztes Jahr meinen Realschulabschluss gemacht und bin jetzt zurzeit daran, mein Fachabitur zu absolvieren. Wenn alles klappt, habe ich es auch nächstes Jahr in der Tasche und möchte dann auch eine Ausbildung beginnen. Viele denken immer so, ja, wird YouTube so dein Hauptberuf? Das fragen mich viele, weil viele fragen mich, ob verdienst du Geld mit YouTube etc. Nein, Leute, YouTube soll weiterhin mein Hobby bleiben und anschließend möchte ich, also nach der Schule, möchte ich natürlich auch ganz normal eine Ausbildung machen. Wo das Ganze sein wird, möchte ich jetzt nicht so euch jetzt weiter thematisieren, sonst wird das Video einfach viel zu lange. Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf bzw. Mönchengladbach. Falls das viele von euch kennen, das ist zum Beispiel die Stadt, wo Mike Singer eine riesen Autogrammstunde gegeben hat und dann nachher leider sie abbrechen musste, weil das Einkaufszentrum es verboten hat. Also für viele Mike Singer-Fans müsste Mönchengladbach momentan echt ein guter Begriff sein. Meine Hobbys sind, ich lese gerne, bin gerne draußen mit Freunden, einfach nur chillen, schwimmen und YouTube-Videos drehen. Also das sind so wirklich meine größten Hobbys und ich weiß nicht, ob sich da irgendwas dran geändert hat in der letzten Zeit, aber ja. Viele fragen mich, warum trägst du so viele Jungsklamotten? Leute, es ist einfach ein Fact oder beziehungsweise eine Tatsache. Viele denken ja auch irgendwie, ich will ein Junge sein oder so. Leute, ich kläre euch das auch nur wieder einmal auf. Ich möchte kein Junge sein. Ich trage Jungsklamotten, weil sie mir teilweise echt von den Farben und vom muss daher gut gefallen, weil das einfach mein Stil so geworden ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich komplett Jungsklamotten trage. Also das stimmt jetzt gar nicht. Und dass ich ein Junge sein will, stimmt auch nicht. Also Leute, ich bin ein Mädchen mit einem anderen Stil. So würde ich mich auf jeden Fall beschreiben, wenn mich jemand fragen würde. Durch YouTube habe ich viele neue Freunde kennengelernt und dadurch hat sich mein Freundeskreis enorm erweitert. Zum Beispiel ist mein bester Freund der liebe Jo. Vielleicht kennen ihn viele von euch. Oder ich chill auch gerne mal mit Larissa, also Larissa Lara 123 auf Instagram und vielen, vielen mehr. Also stalkt mal einfach mal meine meine Dudes-Box. Also wenn ihr auf meinen Kanal gibt, da gibt es halt so eine Kanäle. Liste. Da stehen alle Kumpels drin, sag ich mal, mit denen ich so Kontakt habe. Da könnt ihr mal stöbern, wer so zu meinen Freunden mitzugehört. Natürlich noch viel, viel mehr. Also YouTube hat mir vieles ermöglicht. Auch das Internet, allgemein diese Internetfreundschaften sind enorm gestiegen. Und ich finde das einfach nur mega nice, was so in der Zeit passiert ist. Ich war letztes Jahr mit dem lieben Jo das erste Mal auf einer kleinen Deutschland-Tour. Das haben wir auch dieses Jahr wieder vor. Lasst euch überraschen. Noch will ich keine näheren Infos verraten. Auf jeden Fall sind wir in der Planung. Und es war so das erste Mal, dass ich so durch Deutschland rumgekommen bin, durch YouTube. Und es macht mega viel Spaß zu traveln, zu sehen, was in anderen Städten so passiert. Euch zu treffen, Internetfreunde zu treffen, das ist einfach mega chillig. Und ich möchte es auf jeden Fall nicht missen. Aktuell gehören zu meinen Lieblingsfilmen auf jeden Fall schon von Anfang an die komplette Harry Potter-Reihe. Plus fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ich liebe einfach auch diese Bücher, die Joanne K. Rowling geschrieben hat. Deswegen sage ich ja, ich lese auch gerne sowohl, aber ich gucke auch die Filme und es macht einfach mega Spaß. So Fantasy. Meine vier Idole, die ich jetzt zur Zeit habe, sind zum einen Mike Singer, wegen seiner Musik und wegen seiner Art. Der Charakter von ihm ist mega cool. Ich finde einfach, er hat eine sehr liebevolle Art und macht mega schöne Songs. Dann die Lochis. Ich meine, die Lochis feiere ich ja schon länger und ich mag die Jungs vor allem an deren Charakter, an deren
auftreten gegenüber den Fans und zum zweiten wegen ihrer Musik. Also die beiden haben mit ihren 18 Jahren mittlerweile so viel erreicht, wie ich noch nie in meinem Leben zu träumen wage. Also Jungs, ihr macht es gut, wie gesagt. Zu meinem dritten Idol zählt ein Künstler, der jetzt nicht YouTube, also er ist schon YouTube aktiv geworden, und zwar Tim Bensko, weil ich finde, seine Songs regen zum Nachdenken an. Leute, Tim Bensko schreibt viel über Liebe, macht aber auch irgendwie noch anderen Kram dabei, und sein Album Immer noch Mensch ist für mich das schönste Album von allen, und da steht, der Akku sollte aufgeladen werden, deswegen sollte ich jetzt mal ein bisschen schneller reden. Zu meinem vierten Idol, und das ist eigentlich auch wegen dieser YouTube-Geschichte so mein Idol geworden, ist Corncrafter, beziehungsweise ich nenne ihn eigentlich nur noch Luca, weil er hat eigentlich gar nichts mehr mit Minecraft zu tun. Luca ist witzig, also sein Humor ist witzig, sein Auftreten gegenüber Fans, was ich so gesehen habe, ist mega cool, und ich bewundere es einfach manchmal, wie er trotz Uni das alles schafft, und deswegen finde ich das echt mega nice. Ich meine, nicht jedes Video ist jetzt super aufwendig wie so beim Julian Bam oder so, ist klar, aber Luca bringt die Leute zum Lachen und er steht voll hinter dem, was er macht, und das finde ich einfach mega cool. Bam, so Leute, jetzt zeige ich euch die Fotos, also ich habe mir jetzt mal so, es sind eigentlich 8 Fotos, aber ja, ich würde nicht lange erzählen, sondern ich fange direkt an. Das bin ich im Löwenkostüm, sieht sehr schnucklig aus. Also, ich weiß nicht, aber Karneval war damals wohl irgendwie meine Leidenschaft. Weit war es nie meine Leidenschaft, aber sich zu verkleiden als Kind ist ja immer ganz witzig. Hier, Toben Smelly, auch sehr schnucklig. Oh, da steht, glaube ich, sogar ein Datum drauf. Das war, ich glaube, auf jeden Fall, es war 2005. Da war ich, keine Ahnung, das kann ich euch nicht so genau sagen, aber ich jetzt mal so ein paar Monate nicht, aber so 1-2 Jahre, denke ich mal, war ich da schon. Das war noch im Kindergarten, muss ich sagen. Da war ich 5, glaube ich. Und hier seht ihr es, Leute, ich hatte lange Haare. Das ist schon ein Unterschied, wa? Also wenn man das so sieht, das ist mega heftig, Leute. Aber ich finde dieses Bild eigentlich voll Zucker. Keine Ahnung, ich finde mich da voll Zucker. Und jetzt, Leute, die Weltpremiere ist immer noch das hier. Alter, gönnt euch das. Da war ich einfach 6. Da bin ich einfach so eingeschult. Alter, das ist mega heftig. Ich war voll der Diddle-Fan. Also normalerweise bin ich gar nicht so der Rosa-Fan, aber irgendwie ist was voll putzig. Was hattet ihr eigentlich als Schultasche? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Hattet ihr so auch so Diddle, oder was war so euer Favorite damals so in einem Alter von 6 Jahren? Und was wolltet ihr unbedingt so als Schultasche haben? Habt ihr auch so Diddle-Blätter gesammelt? Ich jetzt eher, geht so.